Wir sind da. Ja, wir sind wieder zurück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Banishers Ghosts of New Eden. Bringen wir es zu Ende. Heimkehr ist gestartet. Wir sind auf dem Friedhof gelangt, ne? Der war aber nicht so weit entfernt von der... vom Zentrum, soweit ich mich erinnern kann. Warum höre ich hier die ganze Zeit Kirchenglocken? Ist das eigentlich aufgeladen? Ja, ist aufgeladen. Okay. Anthea ist nur halb aufgeladen. Ich weiß nicht, ob das die Gesundheit war. Hat der Efeu die ganze Stadt überwuchert? Ihr Einfluss muss immer noch gewaltig sein. Oh nein, sag nicht das, was ich denke. Sag bitte nicht das, was ich denke. Ich kann... Doch, jetzt kann ich. Hä? Das ist ja geil. Wieso hört er diese komischen Glocken und sie nicht? Hä? Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Sachen noch sammeln muss. Ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendetwas brauche für fürs Ritual, was wir ja machen wollen. Da kann man noch was sammeln? Aber ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder hochkomme, wenn ich da jetzt einmal runter... Achso, ich kann noch hier durchgehen. Okay. Dann nehmen wir halt den Weg. Der ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das, dieser komische grüne Dampfschwaden hier, der irritiert mich allerdings ein bisschen. Ist hier überall. Ich weiß, wir sind jetzt kurz vorm Ende. Eigentlich bräuchte man jetzt hier nicht mehr so genau zu gucken und zu sammeln und... Ne, aber es liegt in meiner Natur. Hier kommen Gegner. 100 pro. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag bricht an. Eine neue Seele, die es zu retten gilt. Oder auch nicht. Diese Leute haben keine Ahnung, mit was sie es zu tun haben. Okay. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was uns erwarten würde. Wenn ich die Bedrohung ernster genommen hätte, wärst du vielleicht noch am Leben. Alles, was jetzt zählt, ist, dass du mich aufsteigen lässt. Wenn sie die Bedrohung ernster genommen hätte, dann wäre sie auch noch am Leben, mal ganz ehrlich, weil sie ist diejenige, die einfach da reingeprescht ist. Okay, also es sind zumindest keine, die man wegschießen muss. Ich befürchte allerdings, dass die wahrscheinlich auch noch kommen werden. Oh, dieses Gebinde geht mir so auf den Sack, ne? Ich mag unheimlich gerne Klangtrommeln. Die finde ich wahnsinnig beruhigend. Aber das ist so... Es hört sich halt auch so bedrohlich an, ne? Ist jetzt eine subjektive Sache, denke ich. Aber es gibt ja so spezielle Töne, die halt die meisten Menschen als positiv oder als negativ empfinden. Das ist definitiv... eins dieser negativen Sachen. Ich dachte gerade, hier wäre eine Schaufel. Von hier aus sah das so aus wie so eine riesige Schaufel. Ich wollte schon sagen, wer ist denn hier bitte? Der Riese hier mit der Brunnenranke? Oder? Okay. Noch habe ich gute Laune. Auch wenn ich mich fühle, als ob ich irgendwie... keine Ahnung, 39 Grad Fieber habe. Also in der Realität. Nicht hier im Spiel. Kann ich hier nicht... Komme ich aber wieder... Achso, hier kann ich rum. Dann ist das prädestiniert dafür, dass wir jetzt wieder einen Kampf haben. Oh Gott. Erst wenn ich am Ende bin? Ich will ja nicht sagen, ihr enttäuscht mich. Weil ich möchte keinen Kampf haben noch vorm Endgegner. Bin ich ganz ehrlich, weil, ja, wie gesagt, ich fühle mich halt im Moment noch nicht so gut, aber ich will halt das Ende jetzt erleben. Ich habe jetzt so lange gespielt und dann hat mir jemand gesagt, ja, das ist nicht mehr lange, circa 2 Stunden, je nachdem, wie lange man braucht, 2,5. Und ich will einfach nur noch das Ende erleben, damit ich friedlich schlafen kann. Oder es ist ein Scheißende, dann kann ich überhaupt nicht mehr schlafen heute. Das wäre dann natürlich nicht so gut für meine Genesung. Muss ich dazu sagen. Ich weiß, euch nervt das ganz sicher, dass ich hier mal alles durchsuche. Manche finden es auch gut, das hat man mir auch schon zugetragen, dass ich hier die Sachen durchsuche, weil man dann teilweise Sachen findet, die man selber sonst vielleicht übersehen hätte. Also ich finde, die ihr übersehen hättet und dann geht man da doch mal gucken, so ungefähr. Oh, noch 200 Meter.
Irgendwas kommt da doch noch. Also entweder ist der Gegner wahnsinnig heftig, der Endgegner. Und ich meine, wir hatten gerade schon einen, der extremst heftig war, ganz ehrlich. Naja, also sagen wir es mal so, er war einfach zu handhaben, aber er war extrem nervig. Ne, die Tussi eben. Also in der letzten Folge, nicht eben. Und hat der jetzt auch gerade was geblinkt? Da kann ich was runterschießen, aber bringt mir das was? Weil dann ist das ja hier... Nee, ich kann es nehmen. Wenn ich es nehmen könnte. Jetzt kann ich es nehmen. Das kann ich nicht kaputt machen. Da ist Leder drin. Ja, super. Ich dachte, da ist wenigstens Gold drin oder so, was ich natürlich auch nicht gebraucht habe im ganzen Spiel. Irgendwas habe ich mir gekauft, das weiß ich noch. Was, glaube ich, zum Verbrauchen war. Es wäre vielleicht jetzt eine gute Möglichkeit, das jetzt zu benutzen. Dann, wenn ich merke, dass ich in diese, was war das, eine Kathedrale, eine Kirche, wenn ich da reingehe... Noch mehr verdorbener Efeu, der herausgerissen werden will. Was meinst du? Oh. Ah! Pff, das sieht aber gar nicht gut aus, wollte ich gerade sagen. Dreh mich nach links, riesiges Auge neben mir. Okay. Wo haben wir denn hier? Ja, geil. In der Zeit kann ich erstmal ein bisschen lesen. Warum nicht? Hafenlogbuch. Ist aber, glaube ich, nichts drin, was wir jetzt tatsächlich, was interessant wäre, ne? Zwei Schwestern, Seaflower, kommen aus Jamaika, aus Bistrol, aus Boston. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Das sind halt nur die Leute, die angekommen sind. Wobei Seaflower, ich glaube, das war eher das Schiff. Der Name des Schiffes. Die gehen hier rein. Moment, hier unten ist eins. Aha. Da unten ist eins. Frage ist, wie viele haben wir? Ah, hier hinter ist bestimmt eins. Das ist wieder so zugemacht. Ja, da ist eins. Ich tippe mal auf drei. Also da, wo die Pakete liegen, ist eins. Mache ich mir hier schon mal den Weg frei. Da, wo die Pakete liegen, neben dem Baum rein, ist eins. Sind das nur die beiden? Ich kann es mal probieren. Also wie muss ich mich da hinstellen? Moment, von hier aus kam ich da nicht ran. Nee, wo waren das jetzt genau? Ach so, hier. Okay. Also bei den Paketen links. Okay. Nein. Nein. Ich weiß nicht mehr, welche Taste. Mann, linke Taste. Okay. So. Mist. Ich wusste, da fehlt eins. Ah, ist das ein Scheiß. Ich wusste, da fehlt noch ein Auge. Wo kann sich denn noch eins versteckt haben? Hallo, verdorbenes Unkraut. Nein! Falsche Taste. Ich denke mal, eine hat sich... Aber da kommen wir nicht hin auf die andere Seite, oder? Kann man noch nicht öffnen. Ist das euer Ernst hier? Also ich habe ja schon gelesen in meinen Kommentaren, dass diese Wurzeln hier am meisten gehasst werden irgendwie in dem ganzen Spiel. Ich kann es absolut nachvollziehen. Also gerade jetzt an dieser Stelle kann ich es noch mehr nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Die gehen aber doch sonst nirgendwo hin. Also hier ist doch überall nichts. Wo sollen die denn... Nein, du kleine dreckige Sau. Ist das dein Ernst? Du, oh, du, nein. So, lauf doch mal dahin.
Natürlich. Was auch sonst? Stärkung ist tot. Kümmern wir uns um das Hauptding. Ich stehe bereit. Ja, mach du mal. Ich bleib dann hier und guck zu. Hallo, wir sind schon durch. Merkst du das eigentlich nicht? Oh, hier links können wir rein. Sehr schön. Sonst war nichts mehr zum Einsammeln. Gehen wir doch mal nachgucken. Oder müssen wir hier hoch? Nee, oder? Oder doch? ich glaube, wir müssen tatsächlich da hoch, oder? Dann lass uns noch mal kurz unten gucken, ob da jetzt noch was anderes frei ist. Weil ich würde gerne die Sachen halt noch kontrollieren. Mit anderen Worten durchsuchen. Hier ist nichts mehr, ne? Wo wir... Ach, da kommen wir gar nicht rein. Ja gut. War nicht so eine gute Idee. Wir hätten einfach da reingehen können. Also da hochgehen können. Egal. Ich habe nichts gesagt. Ich behaupte das Gegenteil. So. Es war aufgeladen, ne? Die Predigt über die Heiligkeit der Ehe ist längst überfällig. Esther würde es nicht wagen. Und wir brauchen kein Stück Papier, um zusammenzubleiben. Ja, ich weiß noch, wie du es ihr sagtest. Siehst du? Nicht verheiratet. So verliebt. Wir lieben uns. Bedingungslos. Bis zum bitteren Ende. Nein, über den Tod hinaus. Bis zum bitteren Ende. Komm her, ich muss dich erschlagen. Hier kein Essen. Okay. Ich weiß nicht, welcher Azubi das jetzt geschrieben hat, aber hier kein Essen. Okay, das war wahrscheinlich schon zu einem Zeitpunkt, weiß ich nicht, nachdem wir hier waren. Da wurde es ja eigentlich schlimmer, so wie ich es mitbekommen hatte, ne? Also nicht wegen uns jetzt. Oh Gott, ich will da nicht rein, ich will da nicht rein, ich will da nicht rein. Können wir nicht noch einen Abstecher woanders hin machen? Aber hier kann man eh nichts groß einsammeln, gehe ich mal von aus. Jetzt gehen wir wieder weg. Warum gehen wir wieder weg? Ich kann Licht sehen. Wie? Ist Esther etwa immer noch hier? Moment, das ist unsere Freundin, da müssen wir rein. Das Haus, ne? Ich kann auch Licht sehen. Lebt sie noch? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Lebst du noch oder bist du schon dem Wahn verfallen? Wir würden gerne mit dir reden. Ich glaube, sie ist dem Wahn verfallen. Esther? Rory? Seid ihr ein Traum? Bist du hier? Bist du wirklich hier? Ja. Ich bin hier. Wart ihr die ganze Zeit über alleine hier? Nein, nicht alleine. Charles besucht mich ab und zu, um zu reden. Ja, das ist nicht Charles. Ja. Das ist nicht Charles. Charlie ist aufgestiegen. Erinnert ihr euch? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist alles so verschwommen. Verwindet man je wirklich den Verlust wahrer Liebe? Esther, weißt du, wer ich bin? Antea, ja? Ich kenne euch. Ihr kommt zu Red, wie Charles zu mir. Wie liebenswürdig ihr doch seid. Liebste Esther... Ich bin gestorben. Ich bin ein Geist. Wisst ihr, ich hätte so gern mit euch dreien gespielt. Geister und dergleichen gejagt. Ich lerne schnell. Aber nicht heute. Heute ist wie ein Traum. Oh je, sie hört sich nicht gut an. Was ist mit New Eden geschehen, während wir weg waren? Oh, sie sind alle weg. Ich wollte nicht mitgehen. Sie hat mich bleiben lassen. Sie? Deborah? Sprecht ihren Namen nicht aus.
Das macht sie zornig. Sie ist jetzt viel stärker und eure Wiederkehr macht sie wütend. Tja, dafür sind wir da. Wir sind wegen Antheas Körper hier. Er ist ihre Kette. Und der Albtraum hat ihn. Ja. Ihr Körper macht sie zur Geisel. Ihr Fleisch ist ihre Fessel. Charles hat mir alles darüber erzählt. Wir müssen die Kette zerstören, um Antea zu befreien. Sie wird die nicht hergeben. Ihr werdet sie vernichten müssen. Aber wenn sie fort ist, ist auch Charles fort. Das will ich nicht. Ganz und gar nicht. Bleibt dir nichts anderes übrig. Vor allen Dingen ist Charles nicht mehr da. Wir sind nicht hier, um sie zu ärgern. Auch nicht, um sie anzugreifen. Antea will nur, was ihr gehört. Beim letzten Mal seid ihr mit dem Leben davon gekommen, Red. Denkt ihr, sie wird das noch einmal zulassen? Ich hoffe es doch sehr, ja. Sie wusste, dass ich zurückkommen würde. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Wer von uns hat denn eine Wahl, wenn der freie Wille eine Lüge ist? Keiner. Wir schenken einander Funken der Hoffnung, aber sie verglühen in der Finsternis. Naja, wir zeigen doch immer wieder, selbst wenn der freie Wille eine Lüge ist, können wir uns trotzdem noch entscheiden. Was geht da oben im Haupthaus vor sich? Darüber stelle ich keine Fragen. Und das solltet ihr auch nicht. So denken, dass wir hier einst Gottesdienst hielten. Dass Charles hier seine Predigten hielt. Ausgerechnet hier. Wir sind doch alle ein bisschen rebellisch. Wir müssen hineingehen, ja. Definitiv. Was erwartet uns im Haupthaus? Das wisst ihr. Ihr wisst, wer dort lauert. Hinter den unheimlichen Ranken. Das Haupthaus ist jetzt ihr Garten. Ihr Hass sitzt tief. Und ihre Schlingpflanzen ranken sich durchs ganze Land. Wie der Blutbaum, der eurem Herzen entwächst. Alle Dinge gehen einmal zu Ende, ob gut oder schlecht. Das Haupthaus ist nur ein Ort. Und wir werden ihn aufsuchen und das beenden. Ihr seid ein guter, tapferer Mann, Red McWraith. Ich werde euch nicht vergessen, wenn ihr fort seid. Wenn ich nicht alles bis dahin vergesse. Können wir über Deborah sprechen? Nehmt ihren Namen nicht in den Mund. Sie hört euch. Sie hört unsere Gedanken. Soll sie ruhig. Die Wahrheit darf man nicht fürchten. Wahrheit ist Freiheit. Eine Geschichte kann erst mit der Wahrheit enden. Red, ihr seid ein treuer, treuer Freund. Aber es gibt keine Wahrheit, die nicht wie ein Albtraum scheint. Und beide lassen sich nicht unterscheiden. Das wird schon richtig philosophisch hier, weil man das auch sehr gut auf unser Leben anwenden kann. Nichts kann sich der Wahrheit widersetzen. Und selbst die Macht eines Albtraums muss Grenzen haben. Aber was, wenn diese Grenze ganz New Eden umfasst? Wenn sie hier allmächtig ist und es kein Entrinnen gibt. Was geschehen wird, wird geschehen. Und wenn wir erfolgreich sein werden und das Land befreien, was wirst du dann tun? Ich werde nach London zurückkehren. New Eden ist verloren. Jetzt und für die nächsten Jahrhunderte. Ich bin ein Geist und Geister haben keine Träume. Das ist real. Wir sind hier und du bist es ebenfalls. Das verspreche ich dir. Vielleicht ist nichts von all dem echt. Vielleicht ist das alles nur ihr Traum. Vielleicht ist das der Fluch. Ja, und vielleicht ist das Leben ein Traum, aber verdammt, ich hoffe es nicht. Auch New Eden war ein Traum. Wir träumten von einem Stückchen Himmel auf Erden. Stattdessen hat sich die Pforte zur Hölle geöffnet.
Lebt wohl, Esther. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, vielleicht. Es ist so angenehm, mit neuen alten Freunden zu sprechen. Hin und wieder und wieder. Ja, sollten wir nicht sterben, sehen wir uns vielleicht wieder. Oder vielleicht auch in der nächsten Folge. Ich weiß ja nicht, wie lange das Ganze noch geht hier. Oh Gott. Jetzt kriege ich so langsam Schiss vorm Endkampf. Es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Daran ist der Albtraum schuld. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist ihre Festung. Ja, und sie schlägt die letzte Stunde. Fragt sich nur, für wen. Ja, natürlich. Ich würde euch gerne alle auf einen Haufen haben. Hey, wieso weichen die zurück? Ja, jetzt kommen die. Jetzt, wo ich das gemacht habe, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Die sind hier irgendwie ganz komisch programmiert. Jetzt sagt mir nicht, dass da hinten... Nee, da kann ich runter, oder? Ich wollte gerade sagen, dass da hinten wieder Ranken sind, wo ich wieder so schießen muss. Da habe ich jetzt gerade keine Nerven zu. Achso, das zu nehmen. Ich dachte gerade schon. Na, aber da müssen wir auf jeden Fall auch durch. Oh Gott. Fertig sind, sollten wir uns mit dem nächsten Schiff an einen warmen und sicheren Ort aufmachen, wo sich keine Geister herumtreiben. So einen Ort gibt es nicht. Aber die Idee gefällt mir. Probier's doch mal mit dem Friedhof. Was soll ich dir sagen, wenn ich dir deinen Aufstieg gebe? Ich weiß es nicht. Alle Geister haben einen Grund, warum sie verweilen. Moment, ruhe dich im Schulhof? Schulhof? Im Schulhaus aus? Warum? Ist er da nicht so, komisch, so kaputt? Wieder hier zu sein. Also steht optional, aber ich sag mal, vielleicht kann... Ach so, ja klar, damit ich es die Aufladung wieder habe. Wieder hier zu sein. Es ist merkwürdig, in der Nähe des Ortes zu schlafen, wo du gestorben bist. Und doch solltest du schlafen. Du hast es nötig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich kann. Na los, spuck es endlich aus. Was werde ich zu dir sagen, wenn du gehst? Tja, ich kann nur eine Frage fragen, ne? Warum bist du zurückgekommen, ist eigentlich eine blöde Frage, weil sie wollte ihm halt helfen, ihn warnen, ihn beschützen. Das ist ja logisch. Was wird er zu dir sagen, wenn er geht, ist aber auch genauso ein blöder Gedanke, weil... Ja. Weshalb bist du zurückgekommen? Geister verweilen nicht grundlos. Also, was war dein Grund? Ich weiß es nicht. Veralber mich nicht. Wirklich? Gut, wenn du meinst. Ich hab dir gesagt, sei vorsichtig. In jener Nacht, in diesem Raum, da mahnte ich dich zur Vorsicht. Ich hatte Angst, du würdest überstürzt handeln. Ich warnte dich. Es war eine Falle. Ich dachte, du wärst ohne mich zum Haupthaus aufgebrochen. Ich bin gestorben, um dich zu retten. Du bist also aus Wut geblieben? Ja, ich bin geblieben, weil ich wütend war. Wütend auf dich. Ich glaube, dessen bin ich mir schon eine Weile bewusst. Die Wut ist noch da. Ein Teil von mir verachtet dich noch immer. Wegen der Schmerzen und der Angst, der Qualen meines Todes. Dafür verachte ich dich. Anthea, es tut mir aufrichtig leid. Das weiß ich. Du hast dein Bestes gegeben, es wieder gut zu machen. Aber das ändert nichts an meinem Tod. Und dass du mich bald gehen lassen musst.
Also ganz ehrlich, die hat doch irgendwie einen Schuss wegbekommen, als sie zum Geist geworden ist. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Sie hat ihn gewarnt. Sie ist so dumm gewesen, trotzdem alleine wegzulaufen. Mag ja sein, dass sie ihn schützen wollte. Mag sein, dass sie vielleicht irgendwie so arrogant war und gedacht hat, dass sie es alleine hinkriegt. Wir werden es vielleicht nie so wirklich hundertprozentig erfahren. Aber sie ist diejenige, die dafür gesorgt hat. Naja, die andere hat dafür gesorgt. Aber ne, sie war im Endeffekt der Grund, weshalb sie letztendlich gestorben ist. Vielleicht wäre sie auch gestorben, wenn die beiden zu zweit da reingegangen wären. Wissen wir nicht, werden wir nie erfahren, weil sie diese Entscheidung ihm weggenommen hat. Wieso ist sie jetzt so arrogant und sagt, sie ist wütend auf ihn? Ganz ehrlich, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich verstehe die Hälfte ihres Denkens irgendwie nicht. Also in der Regel sagt sie ja eigentlich ganz, ganz kluge Sachen so zwischendurch, wenn sie so am Sprechen ist in den normalen Dialogen. Aber das ist so, ja, das ist was ich gar nicht nachvollziehen kann. Wenn ihr mir das erklären könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich glaube, ich werde das nie verstehen. Keine Ahnung. Achso, ich wollte gerade schnell reisen. Das ist natürlich Quatsch. Ich werde mich erstmal ausruhen. So. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.